Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Dave the Diver. Nicht wundern, wir sind gerade nicht Dave, sondern wir sind Dr. Bacon. Das ist mein Boot. Es ist etwas klapperig. Ich sollte es irgendwann mal reparieren. Okay. Das Innere betreten. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, aber na gut. Oh, cool. Betritt die Höhle. Welche Überraschung, ein Wandbild an so einem Ort. Nun, es ist ganz anders als die Wandbilder des Seevolks, die ich im Meer gesehen habe. Lass mich das mal genauer anschauen. Untersuche die alte Höhle. Ein Bild vom Seevolk zusammen mit Menschen? Ist das wirklich passiert? Menschliche Kinder und Kinder des Seevolks. Sie spielen miteinander, oder? Das Seevolk gibt hier ein paar leuchtende Früchte an. Menschen vielleicht? Ach, guck mal an. Links ist dieses komische S. Ich hoffe, das ist es. Bin mir nicht sicher. Hier gibt es eine Art Gerät und ich glaube, ich habe einige dieser Buchstaben auf dem Wandbild gesehen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fisch. Sind wir da schon richtig? Nee. Und doch das andere? Musst du jetzt kommen? Nee. Jetzt kommen? Ja, das ist das. Okay. Dann in der Mitte haben wir das Symbol, das einfache. Das ist das, glaube ich, ne? Nee, das ist das nächste. Warum habe ich denn immer die nächsten? So. Und das sehe ich sogar von hier. Da muss ich nicht extra hinlaufen. Wie? Okay. Was will uns das sagen? Vielleicht erst, vielleicht die beiden tauschen. Erst das, ich habe gedacht, wegen der Reihenfolge, die oben drauf ist, ne? Aber erst das, dann das. Warte mal, ich mache erstmal das hier. Damit ich ein Beispielbild habe. Das weiß ich, wie das aussieht. Ah, okay, doch in der Reihenfolge. Na klar. Hurra, die Tür ist offen. Es schaut dunkel und gruselig aus, aber ein waschechter Archäologe würde sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Schauen wir mal, was drin ist. Oha. Das ist dann die schlechte Geschichte vom Seevolk und den Menschen, wa? Dieser Ort! Schau dir all diese Knochen und Folterwerkzeug an! Ich muss zunächst das Wandbild auf der Rückseite untersuchen, um einige Hinweise zu finden. Die Menschen sind scheinbar zusammengebrochen, nachdem sie die Früchte gegessen hatten. Die Früchte sind also nicht essbar. Gut zu wissen. Die Menschen haben das Seevolk gejagt. Scheinbar wurden viele von ihnen getötet. Das ist also passiert. Die Menschen können in Harmonie mit dem Seevolk leben, wenn es nicht zu kleinen Missverständnissen käme. Ich sollte zunächst dieses Artefakt für weitere Untersuchungen heranziehen. Ich öffne die Artefaktentruhe.
Atemgerät des Seevolks. Es wurde vom Seevolk scheinbar extra für Menschen hergestellt. Es ist so alt, aber hochwertig. Wow, das sieht nach einer Art Atemgerät aus. Vielleicht ist es ist ein Seevolkgerät, das für Menschen gemacht ist. Was ist das für ein Lärm da draußen? Was? Was ist das? Warum ist er hier? Piraten, was ist, was tun die hier? Plündern? Zurück zum Boot. Oh nein. Das ist unser Revier. Gib uns alles, was du hast. Sofort. Sie werden mich nicht so einfach gehen lassen, wenn ich jetzt inhalte. Schnell weg hier. Untersuche die alte Höhle. Ja, super. Entfliehe den Piraten. Super! Und da wird garantiert auch gleich noch irgendwie so ein Felsbrocken kommen. Natürlich. Natürlich. Ach, warum nicht? Oh, nein. Oh, sowas bin ich richtig schlecht. Vor allem, wenn das so lange dauert. Bis man hier sich entscheiden kann, wo man lang möchte. Ja, das hatte ich vorher schon versucht. Schön, dass unser Boot das ausgehalten hat. Aber nicht das der Pirat. Dieses Spiel ist ja, hat ja alles, ne? Uff, ich wäre fast umgekippt. Ich muss dieses Atemgerät des Seevolks genau untersuchen. Das war einfacher als der Typ eben. Ja, ganz entspannt. Am nächsten Tag. Tenzin sagte, ich soll mit Suwam im Dorf sprechen. Ich sollte nachschauen, ob es irgendwelche Aufgaben für mich gibt. Und dann zum Seevolkdorf gehen. Ja, gibt es. Kann ich dir so sagen. Dave. Konntest du etwas schlafen, Dave? Ja, danke schön. Gestern sagtest du, du brauchst Zutaten für Gemüsesushi, richtig? Genau, einige Gäste haben danach gefragt, aber ich finde, Sushi schmeckt am besten, wenn es mit Fisch gemacht wird. Komm erst mal rüber zur Farm, ich muss dir was zeigen. So, sehr schön. Oh, ist das etwa ein neuer Bereich? Ja, genau. Los, Reis anbauen wäre doch langweilig, oder? Ich habe gestern darum geweckelt und einen Garten daneben angelegt. Ein Garten? Ganz genau, ein Plätzchen, um Gemüse und Obst anzubauen. Nicht nur für Gemüsesushi, sondern für alle Arten von Gerichten. Oh, das klingt großartig. Ich erkläre dir das eben, da du die Farben selbst verwalten musst. Hör du zu. Als erstes gebe ich dir einige Werkzeuge und Samen, die du zum Anbauen brauchst. Hier bitte. Klar. Jetzt wird auch nochmal irgendwie ein Stardew Valley da draus oder so. Weise Samen Schnellplätze zu. Okay. Ah. Versuche nun, die Samen der Auberginen und der Karotten, die ich dir gegeben habe, in den Boden zu pflanzen. Jedes hat drei Bündel, so dass du eine Reihe mit zwei Päckchen füllen kannst. Eine Kuh und E, um die Samen auszuwählen. Na also, das packst du. Nun, es ist Zeit, sie zu gießen. An regnerischen Tagen wie diesen braucht man nicht zu gießen, aber probiere es mal zur Übung. Ach, mein Wasser befüllen da hinten. Bessere den Boden, in dem du die Samen eingepflanzt hast. Ach, machen wir einfach mal. Du lädst schnell. Ich wusste, dass du ein guter Farmer sein wirst. Was man von den Ernten zurückbekommt, entspricht der investierten Mühe. Komm oft vorbei, um das Unkraut zu entfernen und die Pflanzen zu gießen. Der Status der Feldfrüchte kann in der Farm Now App überprüft werden, also vergiss nicht, dich um sie zu kümmern.
Alles klar, damit kann ich die Zutaten für das Gemüse-Sushi zubereiten. Du kannst jetzt die Gemüsefarm verwenden. Auf der Gemüsefarm kannst du verschiedene Gemüse anbauen. Versuche, die unterschiedlichen Gemüse zu züchten, die du zur Erforschung neuer Rezepte benötigst. Okay. So. So. Sehr schön. Kann ich jetzt auch irgendwie was kaufen noch? Shop. Ah. Weizensamen kann unser Reisfeld erweitern. Gießkanne 2. Okay. Achso, wir müssen noch zur Fischfarm rüber, ne? Das fehlt ja auch noch heute. Agarbericht ist verfügbar. So, hier ist das auch mal wieder richtig. Also, hier sind einige Fische dazu gekommen. Okay. Davon haben wir 8. An die Küche schicken. Da machen wir mal alle von. Zack. Davon haben wir 3. An die Küche schicken. Hier von 1. Dafür, ich hoffe ja, dass die noch besser, also von der Qualität her besser werden. Deswegen schicke ich die nicht rüber. Sondern die hier. Damit wir auf kurz oder lang nur gute Fische haben. So. Guck mal, hier hat das, glaube ich, schon geklappt, ne? Roter Feuerfisch. Nee. Meerpfau. Langflossenfisch. Nee, den nicht. Okay. Wie sieht das hier aus? Bei 70%. Okay. So, großer Barracuda wurde geliefert. Ansonsten haben wir hiervon noch ein bisschen was. Da war auch der große Tigerhai. Details anzeigen. Oh, sehr schön. Riesenmaulhai. Okay. Da läuft das auch ganz gut. So. Wir können ja mal in den Shop nochmal gehen. Fläche erweitern. Im Moment können wir tatsächlich nur diese Flächen haben. Ist das hier aus bei 22% und hier bei 49% und hier ist er bei 63%. Das ist also noch alles völlig in Ordnung. So, Smartphone, können wir uns nochmal angucken. Guck's da. Da sieht das auch ganz interessant aus. Auf dem Sushi sind Punkte. Das ist ziemlich süß. Das ist der Marmor-Zitterwochen, oder? Hahaha, Erdbeben können auch Banshee-Sushi nicht auffallen. Nachdem ich mit der Arbeit auf der Farm angefangen habe, bin ich fast am Verhungern. Super, das war's. Ja, wir haben das alles geschafft, nur wir haben wieder das hier nicht geschafft, der beste Geschmack. Da sind wir bei Farm Now. Reis, Karotte, Aubergine. Da ist im Moment nichts. Gut, keine Probleme. Paletten-Doktorfisch, den hatten wir vorher nicht. Okay. Hier ist noch irgendwas. Da. Eco-Watcher. Gletscherpassagenfischer, den haben wir noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den haben will. Will ich in die Gletscherpassage? Müssen wir irgendwann, ne? Aber bin ich da jetzt hinein? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir fangen erstmal ein paar Fische, oder? Ich will endlich das blöde Zwergseepferdchen und den Seeengel haben. Seeengel sind, glaube ich, ganz, ganz tief unten, ne? Das
das Gute ist, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in dem Bereich, wo das alles wieder ein bisschen friedlicher ist. Ich glaube, ab 120 Meter war das, ne? Wo dann die Seepferdchen sind, die wir brauchen. Da ist ein Feuerfisch, da ist ein Hai. Ja, machen wir erstmal den Feuerfisch. So. Da ist der Weißspitzenhai. So. Kopf eines Weißspitzenhais, Riffhais, so rum. So. Ach, hier kommen wir gar nicht weiter. Ärgerlich. Da oben sitzt noch eine fiese Muräne. Ja, machen wir mal Schockharpunspitze. Gut, dann würde ich einmal tatsächlich gucken, ob wir dann noch mal ein bisschen tiefer kommen. Ich glaube, ab hier müssten wir tiefer kommen, ne? Das Gute ist auch, da ist noch ein Hai, ne? Hier ist noch ein Hai. Ne, ein Marlin ist das. Und die sind fies. Au. Gut, dass so ein bisschen verwirrt es jetzt. Ja, mit denen möchte ich mich gerade nicht noch zusätzlich anlegen. Ne? Eigentlich sind die kein Problem, aber... So. Den Marlin nehmen wir auch mit. Fleisch eines Marlins. So, da ist noch hier unser Kumpel. Da ist noch ein Rotfeuerfisch, den nehmen wir auch mit. Was ist das dort drüben? Das ist der Schlafhai, ja. Ist gut, aber naja. Da ist noch ein Sägehai, klar, warum nicht? Wobei, vielleicht würde ich mich lieber mit dem Sägehai erstmal anlegen, wenn wir... Au. Ach, den nehmen wir auch nochmal mit. So... Den lasse ich aber abholen. Im Ganzen nehmen wir den mit. Das Gute ist, dass man sich mittlerweile echt mit allen anlegen kann. Und dass das kein Interesse... Also, dass es machbar ist, ne? Nicht so wie vorher, dass das echt schwierig war. Gut. Außer man kommt in das neue Gebiet. So, sie. Tennisschläger, ja, den nehmen wir natürlich mit. Gibt es ja noch irgendeinen Fisch, der. Ach, erschreck mich doch nicht so. Herr Jemini. So, ab hier so müsste das eigentlich sein, das Seepferdchen. Ah, sehr schön. Igelseepferdchen. Okay. Es hat bestimmt, dass es. Ich vermute, das hat was mit einem Übersetzungsfehler zu tun.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dass es vielleicht das kleine und das sehr kleine Seepferdchen gibt oder so. Irgendwie sowas. Danke. War klar. Da ist auch wieder ein Seepferd. Zwergseepferdchen. Und dann gibt es noch bestimmt irgendwie das ganz kleine Seepferdchen oder so. Schwarze Tigergarnele. Sesamsamen. Flakon. Boxhandschuhe. Na, ich bleib, glaube ich, dabei. Bei dem. Ach, guck mal an, da ist ja noch ein Sägehai. Den können wir ganz gut gebrauchen. Au. Au. Nehmen wir das auch nochmal mit. So, Fleisch eines Langnasensägehais. Sehr schön. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein bisschen Sauerstoff zu uns. So, und dann können wir hier nämlich ein bisschen tiefer tauchen. Ich... Ja, weiß ich auch nicht. Blaues Loch, Tiefen. Das sind auf jeden Fall hier diese kleinen Schiffsbootschnecke. Das auch. Aber hier müssten die Seeenge zu finden sein, glaube ich. Ja, genau. Guck an. Seeengel. Das ist auch nochmal klein irgendwas. Achso, ist auch ein Seeengel. Ja, UV-Licht. Macht auch Sinn. Das stimmt schon. Da oben ist nochmal. Ach, das ist auch ein Seeengel. Okay. Schiffsbootschnecke und hier tauchen wir wieder auf, aber tauchen wir da auf, wo wir eingetaucht sind? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee. Jetzt sind wir ganz woanders tatsächlich. Also nicht ganz woanders, einmal ein bisschen daneben, aber. Was ist das da oben Großes gewesen? Achso, okay. Nichts Interessantes, okay. Was ist das denn? Den hatten wir, glaube ich, schon mal gefangen, ne? So, jetzt aber. Pazifischer Fächerfisch. Okay. Ich glaube, da kriegen wir eine Spitzhacke, war klar. Okay, da würden
wenn wir da lang kommen. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. So, die Tegermoräne. Kratzen wir nur so an der Oberfläche, würde ich sagen. Da ist noch ein Seeengel. Ich brauche nur noch einen. Ich sollte mich weiter umsehen. Oh nein, das hat schon wieder... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Riesenseeengel. Habe ich da gerade eben einen Riesenseeengel gesehen? Ja, hier ist alles so ein bisschen groß, ne? Puh, alles fertig. Sollte ich wieder hoch? Was zur... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war nicht der Plan. Bin ich. Moment, was ist das für ein Ort? Oh nein, das ist ein riesiger Seeengel. Ja klar, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich habe wohl keine andere Wahl als zu kämpfen. Also gut, zuerst muss ich ihn besiegen. Klar, warum auch nicht? Au, 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 au. Nicht sehr nett, was du da machst, mein Freund. Oh, was war das denn? Oh, warte mal, das mache ich gleich. Das war's schon? Ach so, ja klar. Warte mal. Von dem Seeengel. Auch wirklich? Ein See... Aber ich hoffe, der ist nicht so nervig wie der andere eben. Ein Seeengel. Ja, müssen wir wohl kämpfen, ne? Oh nein, oh nein. Kann er mich mal in Ruhe lassen? Ich pack das schon mal aus, weil das wird nachher... Oh! Ich dachte, da kommt immer das Gleiche. Nein. Ja, klar. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Der ist aber auch echt nervig, ne? Und anhänglich ist er. Ich wusste gar nicht, dass sie so schnell sein können. Puh, was für ein Monster. Mir tut immer noch alles weh. Mal sehen, ob ich etwas nützlich, ob ihr etwas Nützliches herumliegt. Ich denke schon. Nehmen wir natürlich schön mit. Ein Foto. Hm, da drüben ist etwas Glitzerndes. Ich sollte nachsehen. Digitales Bild. Ein digitaler Bilderrahmen mit Markis Gesicht. Oh, ein Foto von Marki? Das nehme ich mit nach oben.
Okay. Riesiges blaues Loch. Ja, ich würde jetzt vielleicht ganz gerne zum einen hier das hier nutzen. Super. Und dann zum anderen, glaube ich, das hier nutzen, ne? Bevor wir die Hälfte verlieren wieder. Seeengelkönig. Okay, wir haben echt was gefangen. Sehr schön. Feldfrüchte sind endbereit. Okay, darum kümmern wir uns aber nächste Folge. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann und ich sage Tschüss.